Fabi und ich machen gerade einen Roadtrip. Erstmal herzlich willkommen zum neuen Video. Einen Tag lang Wettkampf. Fabi fliegt morgen und dann haben wir gesagt, wir machen nochmal was Schönes. Und Niagara-Fälle waren so 60 Kilometer entfernt, ungefähr 70. Ich sammle Kühlschrankmagneten und Fabi sammelt Starbucks-Tassen aus allen möglichen Ländern. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich glaube das. Also ich finde das cool, wenn jemand irgendwas so sammelt. Nur man muss halt erstmal einer Sache treu bleiben. Ich bleibe bei meinen Magneten. Das ist dann noch ein bisschen kostengünstiger. Oh nice, guck mal hier. Ist das erste Mal bei den Niagara-Fällen? Ja, normalerweise, wenn ich so, bevor ich sowas anschaue, lese ich vorher irgendwie auch im Internet, so wie die entstanden sind, was die Besonderheit hierbei ist. Ich weiß hiervon gar nichts, weil ich gar nicht wusste, dass sie hier überhaupt sind. Fabi sagte irgendwann, warum eigentlich zu Niagara-Fällen? Sind die hier oder was? Also nur aus dem Auto raus würde ich sagen, ich habe den heutigen Tag nicht bereut, hierher zu fahren. Wir haben nicht geschlafen oder kaum geschlafen. Ich kann nach dem Wettkampf prinzipiell nicht schlafen, irgendwie komischerweise. Wurzelt mir alles durch die Rübe. Ich weiß nicht, ob es dann, woran es liegt. Manchmal liegt es daran, wenn ich dann zu viel gegessen habe nach dem Wettkampf. Also wenn man den ganzen Tag über fast nichts isst und dann abends haut man sich die Wampe voll. Selbst wenn man sich nicht überfrisst, aber wenn man halt den ganzen Tag nicht isst, dann ist man abends, dann trinkt man viel, weil man Durst hat und dann darauf isst man noch was, dann ist man so richtig aufgebläht. Gestern Abend unser Lädchen gegessen und danach noch mal ein bisschen Skier mit Früchten, Weintrauben, Wassermelone und so. Ja, und Fabi hat die ganze Nacht gecuttet. Da sind wir bei den Niagara-Fällen. Ich gehe gleich noch ein bisschen näher ran. Aber erstmal muss ich sagen, ich laufe richtig geschmeidig. Also Fabi hier, Fabi hat mich zum Kauf verleitet. Hier neue Nike Jordans. Ich habe keine halb hohen Nike Jordans und Fabi hat zwei Paar dabei, die fand ich so geil. Ja, und einen Tag vor dem Wettkampf sind wir nochmal in so eine Mall gefahren. Eigentlich, ich wollte nur einen Peeling-Handschuh haben und Fabi wollte eine Postkarte abgeben und dann hat er Nike-Store gesehen, war wie hypnotisiert, ich bin natürlich mit. Und Fabi hat sich dann ein paar halb hohe rote gekauft und die wunderschönen, hier mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet, ich finde sie mega geil, standen daneben und dann habe ich mir die gegönnt hier. Ich muss sagen, ich bin echt richtig happy mit dem Kauf. Also mir gefallen sie richtig gut. Habe ich noch nie gesehen, diese Farbe bei einem Schuh. Und ich hatte auch nie so ein halb hohes Nike Jordan Schuhe. Mein Einfluss. Gönnt euch. Neuer Haarschnitt, Bart, genau. Neue Schuhe. Seitencut hier auf Null. Heute habe ich keinen Gel in den Haaren. Hier auf Null, neue Schuhe. Also Fabi macht mich zum Styler hier. So, du wolltest ja noch was lernen heute. Es wird eine Bildungsreise hier. Was kommt jetzt? Weißt du, wie viele Liter Wasser pro Sekunde über die Kante der Niagara-Fälle fließen? Okay, wie viel Wasser Liter pro Sekunde? Wie viel Liter pro Sekunde? Boah. Liter pro Sekunde. Ich habe es dir zuliebe schon mal umgerechnet. Okay, ich sag 3 Millionen. Tatsächlich weniger. Sind 6.000 Gallonen, sind 22.712 Liter pro Sekunde. Okay, ja. Liter pro, ja. Krass, extrem viel. Würde mich jetzt gleich Thermodynamik wieder reizen, da hier die Strömungsgeschwindigkeiten auszurechnen und so weiter. Ja, los Fabi, schalt die Kamera ruhig ein. Fabi hat einen Umrechnungsfehler gehabt. Ich habe eine Kommastelle übersehen. Von Gallonen in Liter und hat eine Kommastelle übersehen. Sie hat es als Komma gedeutet, das war aber Punkt, glaube ich. Ne? Richtig, das sind 2,2 Millionen, so im Schnitt. Millionen Liter Wasser pro Sekunde. Und was habe ich gesagt? Du hast 3 gesagt. 3 Millionen, also lag ich gar nicht mal so schlecht. Und diese 22.000, was du gesagt hast, kam mir extrem wenig vor, muss ich sagen. Rückblende. Krass, extrem viel. Bei 22.000 Liter. Ich habe dann nur halt gedacht, ja, pro Sekunde, das kann man schlecht schätzen, aber ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und ich nicht auf mich. Aber das ist okay. Okay. Genug gesehen? Ja, ich sag mal, klar, man hätte noch eine Schifffahrt machen können und sonst was, aber das ist so eine Sache, ich sag jetzt mal, wie der Times Square in New York, da waren wir nach dem Wettkampf auch noch mal kurz mit Manuel, so 1-2 Stündchen, das muss man mal gesehen haben, sag ich jetzt mal, ne? So, beim letzten Wettkampf in New York in 2019 waren wir am Empire State Building, müsste jetzt nicht noch mal da oben drauf und so kann ich sagen, ich war mal bei Niagara-Fällen, weiß jetzt, wie viel Liter quasi da runterströmen, war beeindruckend und schön zu sehen, auf jeden Fall, definitiv. Nice Trip. Wo geht's jetzt hin? Ja, jetzt fahren wir wie angekündigt erstmal zum Starbucks, holen da die Sammeltasse, ja, und dann geht's was essen. Ich habe mein Meal Prep im Rucksack, aber wenn wir was Cooles finden, was so ein bisschen Clean Food ist, dann werde ich auch auswärts was essen. Ansonsten esse ich mein Meal.
jetzt habe ich mal die Kamera in die Hand genommen. Ich hoffe, dass die Aufnahmen hier irgendwie was werden und brauchbar sind, denn ich bin normalerweise immer auf der anderen Seite. Was hast du da Schönes? Ich habe mir einen schönen Kaffee geholt, aber keine Tasse. Ich kann fragen, dein Ziel war ja eine Tasse zu kaufen. Leider keine Tasse bekommen. Und warum? Weil ich schon alle habe. Also ich war letztes Jahr auf der amerikanischen Seite, da gibt es eine Tasse, die habe ich mir gekauft. Und die drei, die es hier in der Region gibt, die habe ich mir auch schon geholt. Also gibt es keine neue. Wir sind durch. Nächstes Reiseziel. Erstmal was essen. Auf jeden Fall. Ja, eigentlich wollten wir jetzt was essen. Dann sind wir wieder hier an so einer riesen Shopping-Mall vorbeigefahren. Dann sind wir hier unserem Shopping-Guy wieder die Augen groß geworden. Aber das Erste, was ich gesehen habe, ist The Eatery. Und Eatery hört sich ganz nach Eaten an. Das hört sich an wie Essen. Schauen wir mal, ob es da was Gescheites gibt. Und jetzt mit geiler Hunger. Nur gefrühstückt. Einigermaßen was Gescheites gefunden. Ich muss sagen, normalerweise in so großen Malls sind die Einkaufs-, also in Amerika auf jeden Fall, sind die Auswahl des Essens, ich sag mal, viel reicher. Aber wir haben ein bisschen was gefunden. War jetzt nicht so viel hier. Vielleicht haben die auch noch irgendwie so ein Essenslokal. Auf jeden Fall habe ich mir hier so ein bisschen Reis mit Salat, Kartoffel und Hähnchenspieße schmecken lassen. Aber ich hasse mit Plastikbesteck zu essen. Noch schlimmer, die Steigerung davon ist Holzbesteck. Oder Kaffee aus dem Pappbecher. Das ist Obersteigerung dann. Bon Appetit. Und ich lasse mir eine Diet Coke schmecken. Habe ich mich auch die ganze Woche nicht getrunken. Gab nur Water. Hat der Coach befohlen. Wenn es gestern schon kein Eis gab, dann gönne ich mir jetzt eins. Also drei Kugeln Eis, Pistazie, Nutella und Cheesecake. War jetzt nicht so besonders aus, aber ich habe zumindest dann mein Eis bekommen. Dann bin ich fein. Wir sind zurück. We are finally back. Wir haben was gegessen und jetzt mache ich hier eine kleine Story, denn für den Fabi gibt es einen schönen Crank und für mich gibt es einen Crank Pump Pro, weil mir der Schlaf heute Abend absolut heilig ist, weil ich sackmüde bin und gestern nicht geschlafen habe. War ein cooler Trip, ein kurzes Video, ich hoffe euch hat es gefallen. Für mich war das so schon ein tolles Erlebnis, die Niagara-Fälle mal zu sehen. Ich habe es eben schon erwähnt, es ist halt einfach so schön, wenn man es mal gesehen hat, wenn man die Chance hatte, dann haben wir es auch genutzt. Ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt jedes Jahr hin, oh, die Niagara-Fälle, aber... Das war geil. Also ist jetzt kein AC/DC-Konzert, wo ich sage, always würde ich das immer wieder machen. Man merkt schon mein Englisch hier immer. Jetzt geht's ins Gym. Rückentraining steht an, denn morgen ist Beintraining. Jetzt gerade, just in time, bin ich vom Rechner aufgestanden und habe echt eine schwierige Entscheidung gerade getroffen, wo ich den ganzen Tag mit mir gehadert habe und mit Manuel gehadert habe und mit dem Matze Busse und mit meinen Eltern und mit allem drum und dran, weil alles muss geklärt sein, denn ich bleibe weiterhin in Amerika. Wo es weitergeht, wann es weitergeht ganz genau, das gebe ich euch noch bekannt. Aber ich habe meinen Flug gebucht, fliege übermorgen ganz, ganz früh zurück nach Tampa zu meinem Bekannten. Der nimmt mich wieder gastfreundschaftlich auf, der liebe Stefan. Stefan, an der Stelle liebe Grüße, vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich weiß das sehr zu schätzen. Der kommt auch bei mir aus meiner Heimatgegend ursprünglich und wohnt jetzt schon seit einigen Jahren mit seiner Family in Amerika. Da darf ich jetzt für ein paar Tage, Wochen bleiben. Also, bleibt dran auf meinem Kanal. Und ganz wichtig, ich habe schon oft erwähnt, supportet mich bei esen.com. Ist jetzt wirklich kein Hilfeaufruf hier, Spendenaufruf, aber ihr seht, ich mache wirklich was, ich gebe Gas, ich bleibe dran, ich never give up. Ist natürlich kostenspielig, aber ich habe mich jetzt entschieden, keine Europashows zu machen, sondern weiterhin in den USA zu bleiben. Denn hier habe ich jetzt einmal die Fahne hochgehalten, die deutsche Fahne. Habe mich immer weiter vorgekämpft, sowohl von der Form als jetzt auch von der Platzierung. Letzte Platzierung hätte weiter vorne sein können, hätte Fahrradkette. Müssen. Aber müssen, ja, das überlasse ich anderen, aber next show, next chance. Also, dranbleiben, Rabattcode BEEF, esn.com, besten Rabatte sichern, mich damit supporten. Vielen Dank an der Stelle und liebe Grüße aus Toronto. Wir sehen uns wieder in Tampa. Ciao.